Weißt schon, dass das nicht die Originalgröße ist, ne? Wie meinst du das? Say hello to the camera. Hello, motherfucker. Ach, Sportfreunde, schönen guten Tag zum neuen Video vom SIMON. Ja, der Simon ist am Start, aka Sal, grüßt euch, servus und hallo. Ja, einmal wird ein Video gedreht, der wird natürlich auch ordentlich gegessen. Wer meine Storys verfolgt, der weiß, normalerweise stimmt auf meinem Ernährungsplan nur Mozzarella-Sticks, ab und zu mal ein bisschen Eiklar zum Trinken. Das war's, ja. Dementsprechend werde ich euch auch gleich, beziehungsweise werde ich erstmal gleich das Ganze fertig dinieren und euch gleich noch ein bisschen Trainings-Input versorgen. Zuvor, ja, ich bin hier auf dem Kanal von Jill. Dementsprechend, Support ist kein Mord. Heute ist Montag, heute ist Pfingsten, plus, dass heute von 14 bis 22 Uhr im Shop auf alle Coaching-Produkte und beziehungsweise auch auf Kochbücher und dergleichen 50% sind, ja, 50% aufgrund von 8000 Sales, die über den Shop gelaufen sind. Das spricht für ein großes Vertrauensvotum eurerseits. Dementsprechend, Dankeschön, abchecken in der Beschreibung. Und jetzt ein bisschen Training, ja, in dem Sinne, ich löffel mal weiter. Fragen, bist du eins mit der Natur? Eins mit der Natur. Ja, weil du schlenderst da durch den Garten. Ich bin ein Naturgurken. Ja. Durch den Durch. Ich glaube, ich verschmilze quasi. Ich bin Chamäleon. Chamäleon der Fitness-Szene. Nein. Schießt nicht? Nee. Erklär's dir. Komm mal rum. Im Fitnesssport geht es ganz oft darum, zu visualisieren. Ja. Seine Vision wahrzumachen. Muskelaufbau finde ich in der Küche, auch nicht im Fitnessstuhl statt, sondern im Kopf. Verstehst du das? Mhm. Schießt du nicht? Mhm, ja. Soll ich was Sinnvolles erzählen? Nein. Wie nein? Du kannst nichts Sinnvolles erzählen. Oh, schön. Riecht gut. Dieser Duft gibt mir Energie. Weißt du, wie diese Blumen riechen? Auf jeden Fall nicht nach dir. Die riechen so... Du stinkst. Die riechen so natürlich wie Jills Blutbild. Ah, so muss das Blut von Jill inzwischen riechen. Früher roch Jills Blut, so vor ein paar Monaten, noch jener. Ja, das war Jills Blut vor seiner Naturalreihe. Bei Sinnen geworden ist, bis er mal wirklich mal sich fundamentiert hat, in sich gekehrt hat, wirklich mal das Inneres nach Äußeres kehrt und sich traut, diesen Weg zu gehen. Denn ich muss mal ganz ehrlich sagen, wir gehen mal hier vorne rum, ja, weil es hier ein bisschen windig ist. Denn tatsächlich, meiner Meinung nach, erfordert dieser Schritt höchsten Respekt, ja, also von meiner Seite aus. Ich habe da nie so wirklich bekundet, weil ich immer gar nicht so richtig aktiv bin und gar nicht vorhanden bin. Deswegen mal Respekt an meiner Stelle für diesen Schritt. Gerade wenn man, glaube ich, jahrelang sich damit ausgezeichnet hat, so ein bisschen Kunstfigur zu sein und ein bisschen unnatürlich auszusehen, wenn man das mal so sagen darf, ist es ja noch mutiger, gerade in der Fitness-Szene. Und das habe ich für mich persönlich auch gerade wieder so ein bisschen gemerkt. Wir haben zwar jetzt schon wieder fast Ende, ja, also drei Viertel ist vorbei vom, oder zwei Drittel vorbei vom Mai. Die Fibro ist also schon lange her, aber ganz ehrlich, also ich mag das auch nicht mehr. Also der Schwanzvergleich. Verstehst du das, Shari? Ja, meiner ist größer als deiner. Ja, deswegen, allein durch diese Tatsache mag ich das nicht mehr. Also ich fand es ja cool, auf der Fibro zu sein, aber ein Tag hätte mir gereicht. Einerseits merkst du natürlich, wie schnelllebig das Ganze ist. Das heißt, ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass nicht mehr so viele Leute mich erkennen. Was es nicht negativ ist, weil
warum soll man erkannt werden und angesprochen werden, wenn man keinen Beitrag zum Ganzen leistet, im Grunde nur vorhanden ist. Deswegen auch alles cool. Aber wenn man selbst jahrelang den Sport macht und es einem dann persönlich zu viel ist, wie an jedem Stand und die Zuschauer mit einer entwässerten Form auf die Fibo kommen, braun gebrannt sind, angemalt, auf ihrem Oberarm ist der Instagram-Account von denen drauf, damit sie irgendwie entdeckt werden. Also wirklich für die sportliche Leistung immer einen Daumen hoch, aber das ist einfach nicht mehr meine Welt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da so ein bisschen rausgezogen bin. Hattest du noch Gäste? Nein. Ich merke, dass ich das mit dem freien Reden nicht mehr so machen kann. Oh! Das muss ich dafür. Ich bin da eingerostet. Das muss ich meinen Geist erweitern. Verstehst du mit das? Mit Behrensen. Behrensen Waldmeister. Vielleicht kriegst du ja ein Sponsoring. Von der Fische. Ich freue mich. Von der Farbe dachte ich eher so Sekt Plus. Ach so. Aber das ist. Nee, ist kein Sekt Plus. Nee. Das ist Waldmeister. Wir gehen mit dem Bäusch, ja. Ich werde ein bisschen Mut antrinken, wir werden uns gleich sehen. Ja? Da ist ja nicht viel drin. Da kann ja im Grunde nicht. Das kann ja im Grunde nicht Candy sein. Oh, lass dich weit fehlen. Du willst es aber wissen, ne? Boy, schönen guten Tag. Ja, hier ist das Seifenblut, die Leute. Direkt besoffen. Dabei trinkt er die ganze Zeit nur Spüli. Das wäre noch schlimmer geworden. Oder hier Zahn, wie heißt Mundspülung? Mundspülung ist das. Mm. Das ist hier Listerin. Boah. Wir sehen uns gleich im Garten. So. Jetzt ist es gar nicht der Garten geworden, sondern ich sitze tatsächlich vor der Tür. Warum? Weil es ist so windig. Das ist so windig und wenn man die Videos kennt, der weiß im Grunde, ja, es kommt nicht immer nur darauf an, auf die Qualität, sondern vielleicht auf den Inhalt. Deswegen hoffe ich, dass ihr die Ohren spitzt und möchte mich nochmal kurz besinnen, um ein, zwei Sachen wirklich nochmal in dem richtigen Umfeld und dem richtigen Umfang und dem richtigen Wortlaut anzusprechen. Und zwar Rückschritte machen. Ich habe Rückschritte gemacht. Jill macht objektiv vielleicht Rückschritte. Es ist so... ich denke inzwischen viel, viel mehr nach über Dinge, die ich so tue, als früher. Warum? Weil ich früher viel Mist gebaut habe. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel den Entscheid angucke von Jill, natural zu gehen, in einem Umfeld, das so unnatural geprägt ist, wenn ihr versteht, was ich meine, dann ist es im Grunde ein großes Risiko, was man eingeht. Aber umso mehr Respekt zoll ich ihm, weil normalerweise der erste Schritt, den man sich denken würde, okay, ich kann ja rein theoretisch natural gehen, aber dann zieht die mir lieber linken Pullover an und dass es keiner mitbekommt und machst nicht so öffentlich, damit es eben nicht eventuell nach hinten losgeht. Deswegen großes Dankeschön dafür, dass ihr den Jillinger so unterstützt bei seiner Reise nach Naturalien. Ja, wie gesagt, er ist im Grunde ja so ein Stück weit Kunstfigur geworden durch sein optisches Erscheinungsbild und schafft es jetzt endlich mal wieder ein bisschen seinen menschlichen Charakter, beziehungsweise hat es über die Zeit jetzt in der Vergangenheit natürlich schon ordentlich gut hinbekommen, wieder hervorzubringen. Und das freut mich ungemein, dass der Mensch hervorkommt und nicht nur das reine visuelle Schaubild einer Karikatur, möchte ich fast sagen. Zumindest eben dieser Jill, der nicht der ästhetischste ist und nicht der allerbeste ist, aber verdammt noch viel Leidenschaft hat für den Sport und verdammt noch viel dafür investiert und das Ganze nach außen trägt. Deswegen danke schön dafür, dass es mitmacht. Und so ist es im Grunde. Nicht nur dafür bin ich dankbar, ich bin dankbar vor allem auch dafür, dass ihr für meine vergangenen 18 Monate, 2 Jahre vielleicht, ja, ich sitze heute vor der Kamera und kann sagen, dass ich im Grunde zu 98%, 99% schuldenfrei bin und möchte das auch mit diesem Video abschließen. Ich will darüber nicht mehr großartig reden, weil das auch an Wert verliert. Ich habe immer so gesagt, oder ich in einigen Videos, umso öfter man Dinge sagt, umso weniger Wert haben sie. Und so sehe ich das wirklich. Man hat schon gehört, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist so toll, du bist so toll, du bist so toll. Und gerade unter dem Aspekt, dass man ja auch immer so viel positives Feedback bekommt, sagt man ja auch immer,
das Negative bleibt im Kopf und das ist einfach ein Punkt. Und weil das Positive sich normalisiert und ich glaube, so sind wir alle geprägt mittlerweile, dass uns normale Dinge weniger freuen. Und das ist der Punkt, den ich für mich umgesetzt habe und auch an euch rate. Ich sage es immer wieder in so Instagram-Postings, ja, ihr könnt mich gerne auf Instagram abonnieren, würde mich sehr freuen, Simon-Sorrentino. Dieses rein Objektive. Klar, man verdient seine Münzen damit, klar, das hat Priorität, klar, das hat irgendwo auch einen Schwerpunkt auf diesem Kanal oder im allgemeinen Fitnessszene. Wenn du in der Fitnessszene sagst, Optik ist nicht wichtig, dann hat das immer so einen hinterfragenden Aspekt. Wie meinst du das? Aber du siehst doch selbst ganz anders aus. Das stimmt. Was ich damit sagen will, ist, dass egal, ob mit Stoff, ohne Stoff, wenig Aufwand, viel Aufwand, dass jeder von euch das machen soll, was ihm am meisten gefällt. Und nicht das, was ihm am meisten vorgelebt wird. Jeder hat im Grunde die Möglichkeit, frei sein Leben zu gestalten. Die wichtigen Punkte sind im Grunde das Soziale. Die wichtigen Punkte sind im Grunde das Berufliche, nach dem Sozialen, wohlgemerkt. Und dann irgendwann kommt der Körper. Und ob man sich dafür entscheidet, irgendwann extrem zu gehen, das ist jedem selbst überlassen. Aber viel wichtiger ist auch der Aspekt zu sagen, das, was du machst, interessiert sonst keinen. Das ist jetzt kein nicht böse gemeint. Ich erkläre es kurz. Wenn du dich zur Schau stellst im Internet, dann interessiert es welche oberflächlich. Weil Instagram zum Beispiel funktioniert ja so. Jemand hat den Instagram-Account, abonniert ganz viele Leute und dann seid ihr auch dabei. Und derjenige macht so. Klick, 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 klick. Das Like ist im Grunde nicht viel wert. Oder nicht so viel wert, wie man vielleicht denkt. Weil es einfach eine Massenabfertigung ist aus einer Reihe und einer Ansortung von Leuten, die das gleiche Ziel verfolgen. Und im Endeffekt ist es ja so, deine Freundin oder dein Freund oder dein soziales Umfeld, deine Familie interessiert sich einen Scheiß dafür, wie du aussiehst. Wenn du jetzt einen Wert drauf legst und sagst, okay, das ist trotzdem eine Sache, die ich erreichen will, dann go for it, mach es. Das spielt gar keine Rolle. Also du musst es dann machen, weil es deine Leidenschaft ist. Aber ich mag es nicht, gerade als Mitarbeiter in einem Fitnessstudio zu sehen, wenn Leute vielleicht etwas machen wollen aufgrund von gesellschaftlichem Druck oder Vorgaben, Richtwerten, Messlatten. Das ist alles viel zu verallgemeinert. Das Leben ist am Ende des Tages individuell. Jeder hat seine eigenen Päckchen zu tragen, jeder hat seine eigenen Probleme. Meine Probleme sind bekannt, die habe ich jetzt abgeschlossen und bin froh, zum 1.6. die neue Wohnung zu beziehen. Das ist für mich endlich ein Schritt in die Normalität, aber auch endlich ein Schritt, der mit Dankbarkeit versehen ist. Was Freunde und Familie für mich die letzten Jahre gemacht haben, ist wirklich aufopfernd und nicht mit einem Dankeschön zu beenden oder das Kapitel zu schließen, sondern die Dankbarkeit wird für immer vorhanden sein. Auch teilweise von euch, die dann mit mir noch den Weg gegangen sind und ein bisschen hinterfragt haben, mir Privatnachrichten geschickt haben, sogar Leute von Banken haben mir geschrieben und Insolvenzberater, alles Mögliche, einfach nur um zu helfen. Und jeder ist am Ende des Tages verantwortlich für sein eigenes Schicksal. Und ich bin froh, dass ich durch diese Situation auch nochmal näher an meine Freunde und nochmal, das klingt jetzt erstmal ein bisschen traurig, näher nochmal an meine Familie rangekommen bin, weil vorher ich in diesem ganzen Social Media Kram drin war. Da hat der Vater am 60. Geburtstag und du bist beim Videodreh. So eine irren Sachen, so eine dumme Sachen, die einem vorgekommen sind, die mir nie wieder passieren werden. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass eine Schari bei mir ist, dass enge Freunde bei mir sind, meine Familie, Leute von euch, die immer noch interessiert sind. Natürlich kennt man sich nur oberflächlich so, aber das ist auch immer schön, wenn da noch was kommt. Deswegen ist die Zukunft ungewiss, aber die Zukunft ist unbelastet. Und darum geht es, eine unbelastete Zukunft zu verbringen, auf Basis eben von eigene Entscheidung, auf Basis von eigenen Interessen. Und YouTube ist ein Interesse von mir und YouTube macht mir auch großteils Spaß. Und ja, ich werde auch meinen kleinen Kanal wiederbeleben, wenn ich meine eigene Wohnung wieder habe ab dem 1.6. Aber nicht mit Fitness. Ich mache den Kram zwar und ich will ja auch besser werden und ich investiere ja auch Aspekte innerhalb meiner Gesundheit, die manchmal ein bisschen fragwürdig sein könnten oder dergleichen. Aber aus dem Aspekt, dass ich angefangen habe,
als Social Media noch nicht gab, ich habe vor 9 Jahren zum ersten Mal trainiert, auch wenn ich nicht aussehe, wenn ich 9 Jahre trainiere vielleicht, ist es immer noch so, dass der Ehrgeiz und der Ansporn woanders herkamen, nicht nur aus der reinen Präsentation. Und ich im Grunde durch diesen Break Social Media die Leidenschaft zum Sport wieder gewonnen habe oder mehr in mir fest verankert habe, dass ich jetzt klar sagen kann, das, was ich mache, das mache ich aus Leidenschaft und dafür geht man auch mal den schwereren Weg, nenne ich es mal so, beziehungsweise einige würden vielleicht sagen, den leichteren Weg, aber für mich ist es im Grunde der Weg, der mich glücklich macht und darum geht's. Wenn ihr irgendwann mal an einem Punkt seid, wo ihr wirklich dann euch hinterfragt, warum mache ich das, wieso, weshalb, wieso, sucht doch einfach mal das Gespräch. Ich habe mich ewig lang mit Leuten unterhalten, die teilweise gar nicht aus dem Sport kommen, die ich vielleicht auch teilweise im Fitnessstudio kennengelernt habe, die aber jetzt nicht diesen Bezug zu dem Ganzen haben und die vielleicht auch gar nicht einen Bezug zu der ganzen Thematik und meine Person hatten. Und das hilft ungemein. Reden, kommunizieren, sich nicht alles in sich hineinfressen, denn das war ein ganz, ganz großer Aspekt in meiner Vergangenheit. Für all die Leute, die auf der FIBO gewesen sind, auf mich zugekommen sind und nette Worte geopfert haben, auch Leute aus dem Social Media Bereich, Dankeschön dafür. Ihr habt mir auch viel Mut gemacht und ich habe es ja. Das ist übrigens mein Stativ. Ja, das ist mein Stativ. Und wer unterbricht mich da? Hallo? Da kommt mein Vater. Hallo, Papa. Ich habe gerade ein Video gedreht und jetzt bist du kurz drin. Weil du gerade vorgefahren bist. Warte. Ah. Oh, großer, ne, du? Na, alles klar. Drehst du Pornofilm hier? Was sagst du hier? Du siehst aus wie ein Schlumpf in deinem blauen T-Shirt. Freundchen. Ja. Ja, nee, ich drehe hier. Ich habe gerade mein Stativ gezeigt. So sieht's aus, ja, damit ihr wisst, wie ich drehe. Und war gerade auch in den letzten Minuten und dann kamst du plötzlich dazu. Was für ein Dreh? Für Road to Glory, für den ehemaligen Kanal, wo ich mal aktiv war. Mhm. Da mache ich heute mal ein Video und hast du ein bisschen was erzählt und jetzt mache ich gleich so die Kurve und beende das Video gleich. Du holst Post ab? Oder? Nee. Was machst du denn? Stoff bringt für Steffen. Stoff? Was? Was ist denn? Ach da, ich sehe. Eine Zigarettenstange. Die ist aus Spanien? Ja. Guck mal hier, herrlich. Das ist aber ein schönes Geschenk. Und mir hast du nichts mitgebracht? Ich wusste nicht, dass du da bist. Wow, werde ich behandelt. Du bist gerade gefilmt. Ja, das, nee. Mutti ist nicht drauf. Mama, du bist nicht drauf. So, jetzt wisst ihr ja im Grunde, was ich meine, mit was ist wichtig im Leben. Und ich klappe mal kurz das Display weg, zack, sonst gucke ich mich nur selbst an. Wir kommen jetzt nochmal die Kurve. Ich habe es vorhin nochmal angedeutet und jetzt soll ich es nochmal im Outro an. 14 bis 22 Uhr, 50% auf alle Artikel im Shop von Road to Glory. Kochbücher, Ernährungspläne, Trainingspläne, alles in der Kombination auch zusammen, wie ihr es haben wollt, mit Betreuung, ohne Betreuung, whatever. Ja? Und beende das Video. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Wirklich, wäre sehr schön. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wie gesagt, Instagram vielleicht gucken bei mir oder weiterhin supporten. Das ist die Hauptsache, weiterhin supporten, das machen, was euch am meisten gefällt. Und ich kenne das, inzwischen ist es ja so, man abonniert 50 Kanäle und den reißerischen Titel, den klickt man an. Aber es ist immer noch cool, so eine loyale Fanbase zu haben. Beziehungsweise Community. Ich sage ja, das Wort Fan ist für mich ein Unwort, denn am Ende des Tages sollte man sich nicht über andere Leute stellen. Und ich beende das ganze Video, weil ich gehe jetzt rein und guck mal, was mein Papa irgendwie mitgebracht hat. Ich hoffe, er hat noch was damit mitgebracht. Und ja, ich wünsche euch schöne Pfingsten und verbringt sie mit eurer Familie. Vielleicht kommt das Video zu spät, aber es ist nie zu spät, um der Familie mal zu schreiben und Hallo zu sagen. In diesem Sinne, ciao, ciao.